Die Frauen am Brunnen im April 2032. Thema hat sich gerade ergeben, der Mut zum Unsinn. Dann gucken wir mal, was wir dazu zu sagen haben. Und wie immer erstmal Check-in. Anna, magst du beginnen? Du bist bei mir als erstes. Aha, okay. Ich gebe dann hinterher weiter. Ich komme gerade aus einem Zoom-Call, der nicht so toll war, von der Venus-Sequenz, also sprich von den Gene-Keys, und kann es aber akzeptieren, dass das einfach nicht immer rund sein muss, obwohl das die Erfahrung ist und die Erwartung schon hoch, aber war halt so. Hat aber den Vorteil, dass ich hier pünktlich sein kann. Genau, also und dann war ich vorher tanzen, extra, weil es mir so wichtig ist, bin ich tatsächlich eine Dreiviertelstunde, wegen einer Dreiviertelstunde schnell nach München reingefahren. Und es war aber so schön, das mag ich einfach sagen, seitdem ich bestimmt jetzt schon eineinhalb Jahre nimmer erwarte, dass die mich mögen, sondern dass ich die mag, hat sich wirklich was gedreht. Danke. Gebe ich weiter an die Erika. Ich habe zurzeit schöne Tage und Wochen mit sehr viel Zeit für mich und das genieße ich sehr. Es ist warm hier in Italien. Wir haben hier eine nette Gesellschaft mit interessanten Themen auch und aber auch viel Zeit, gar nichts zu tun, Unsinn zu reden. Unsinn mit viel Sinn. Und ja, genau, bin ich mal gespannt, was das Thema mit uns macht. Dann, Marie-Rose, magst du weitermachen? Ja, kann ich machen. Ich war heute Morgen mit einer meiner Nachbarinnen, mit der ich das immer wieder mal mache, im Wald spazieren. Und es hat so dolle geregnet. Wir waren klatschnass, aber es war trotzdem schön, weil jetzt gerade eben die Blättchen an den Bäumen überall anfangen zu wachsen und der Wald halt doch so schön aussieht. Auch mit dem Nebel und mit dem Regen sieht schon auch sehr schön aus. Und jetzt im Laufe des Nachmittags hat sich alles aufgeklärt und es ist nochmal richtig schön geworden. Dann hatte ich, ich habe auch nochmal wieder zwei interessante YouTubes gehört, einer von Maus, von Dr. Mausfeld und eine, gerade eben, ach so, es gibt auf der ARD gibt's eine Serie, Wir können auch anders, die mit ein paar etwas lustig, es ist etwas lustiger aufgezogen, nachhaltige Projekte im Bereich Essen und Landwirtschaft oder Energie und Energiewende und Wohnen und bauen und es ist wirklich nicht langweilig und theoretisch aufgebaut. Es ist echt ein bisschen auch mit Anke Engelke und so. Das hat mir einfach Freude gemacht, ein paar die jetzt anzuhören und ich habe auch da noch ein paar Sachen gehört, die ich nicht gewusst habe und ja, hat mir gut getan, das zu hören. Außerdem gibt es derzeit einen Kongress gegeben, Freiheit der Seele, Seelenpower-Kongress, da war auch Marianne Lockhart, da waren Leute eben, die mit der Seelenmatrix zu tun hatten, die da geredet haben, aber auch Pferdeleute habe ich nicht angehört. Aber ich habe ein paar interessante Interviews gehört. Und von daher fühle ich mich gut verbunden mit unterschiedlichen Menschen, die sich in eine positive Zukunft bewegen wollen. Und das tut immer gut. Ja. Dann gebe ich weiter. Hallo. Wie steht denn jetzt bei dir da, Birgitta? Nee, aber du darfst erst mal ankommen. Ich gebe weiter an Annalisa. Dankeschön. Ich bin momentan total begeistert mit Ungarisch lernen. Habe heute schon fast zu viel gemacht. Das fällt dann merke ich immer, dann fallen die Wörter wieder alle durcheinander. Und das Spannende ist, wenn man sich auf sowas ausrichtet, dann passiert es auch im Außen. Meine Nachbarin, die noch nie Ungarisch mit mir geredet hat, hat mich heute gefragt, wo ich war auf Ungarisch und ich habe es nicht verstanden. Nur zwei Wörter. Und die Wörter einzeln kann ich schon, aber auf die Frage,
Hulvolion, also ähnlich. Also wo warst du? Habe ich, was heißt das, geguckt. Aber insgesamt wird es immer besser. Also ich fange an, Einzelwörter, so ein Satz oder Einwortsätze zu sprechen. Und das ist schon mal gut. Und jetzt habe ich gerade seit ein paar Stunden versuche ich in meinem Bad Stromkabel zu verlegen, um aus der einen Steckdose noch ein paar andere Stromstellen zu erschließen. Da habe ich letzte Woche schon angefangen. Und jetzt ich habe so Wände, die sind fast 50 Zentimeter dick und da ist ein Rohr durch und eine Mehrfachsteckdose durchgeschoben gewesen. Und das wollte ich rausmachen und der Stecker ist jetzt im Rohr stecken geblieben und ich habe einen Schraubenzieher nachgeschoben, der auch nicht mehr rauskommt. Und ich fühle mich gerade tatsächlich wie der Affe, der im Loch stochert und es kommt nichts zustande. So, schon mal ein bisschen Einstieg in Unsinn, genau. Und damit gebe ich weiter an die Brigitta. Ja, hallo, das ist lustig, dass du mich weitergibst, weil ich habe gestern so etwas Ähnliches gemacht. Bei uns war die Dachrinne verstopft, weil das Haus mal gemalt wurde. Und dann habe ich mich endlich gestern aufgerafft und mit allen möglichen Werkzeugen in der Dachrinne drinnen, also das ist eine niedrige Dachrinne, gestirlt und es ist gelungen. Ich bin ganz begeistert. Ja, und sonst, wir sind bei der Ankommensrunde, nehme ich an. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Und ja, es regnet draußen und ich freue mich, euch zu sehen. Und heute war ein bisschen turbulent mit, es gibt in meinen Hebräisch-Gruppen gibt's immer so Leute, die so irgendwie so streitbar sind. Und da muss man irgendwie durch und schauen, wie man die Situation wieder gut ins Lot bringen kann. Das hat mich heute den Tag beschäftigt einmal. Und sonst weiß ich nicht einmal, was wir heute für ein Thema haben. Vielleicht kann man da wer das nachreichen. Das wäre nett. Und Josefine Enrica steht deswegen, weil ich habe ein Alias machen müssen, weil irgendwas mit dem Zoom-Account nicht gestimmt hat. Ist das der Alias-Name. Das sind zwei Namen, die gehören auch zu mir. Ihr dürft mich so nennen, aber heißen du Birgitta. Und ich gehe weiter. Ich weiß jetzt nicht, wer schon alle war. War die Anna schon? Ja, die Victoria ist noch dran und ich bin auch dran. Victoria, also, magst du? Ja. Ist sie da? Sonst fange ich erst mal an. Ja. Ja, es wird jetzt endlich ein bisschen wärmer und das genieße ich sehr, draußen zu sein und Blümchen pflücken oder angucken und auch mal Gras mähen und dies und das machen. Spargel sammeln, frischen Salat ernten und dann auch essen. Ansonsten haben wir hier eine wirklich sehr intensive Zeit gehabt, jetzt eigentlich fast 2 Wochen lang. Und muss sagen, ich bin auch müde. Das ging ziemlich ins Eingemachte, was wir da so angestellt haben. Und ja, am Brunnen waren wir gestern auch, Erika und ich, und haben ein paar Flaschen Wasser geholt. Oder war das auch schon vorgestern? Die Zeit, die rutscht irgendwie. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Und ja, Unsinn. Ja, ich glaube, ich mache ziemlich viel Unsinn oder habe es gemacht. Und ich glaube, ich mache es noch immer. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen können. Macht Unsinn Sinn? Das wäre meine Frage. Victoria, du bist dran. Du warst ja schon mal da. Ich habe dich gesehen. Und sonst gehen wir einfach weiter. Vielleicht bist du abgelenkt in irgendeiner Art und Weise. Dann fangen wir einfach an mit dem Unsinn. Was verstehst du darunter, Anna? Den Un-Sinn. Du fragst mich, weil ich die Runde schon erlebt habe. Also wir haben einfach, was verstehe ich drunter? Unsinn ist Blödsinn. Also ist einfach, wir haben viel gelacht, als wir die Runde begonnen haben und viele Geschichten erzählt. Und es war klar, dass Unsinn Sinn macht, logisch, weil das Grenzgebiete sind. Dass der Unsinn, also wir haben an den Hans Arp, an den, also Gedichte wie auch die, wie heißt denn, Dadaismus, also dass im Prinzip der Unsinn immer sehr kreativ ist zum einen und immer so auch in Grenzbereiche führt.
Und deswegen hat er Sinn, weil er dient einfach einer Form von Befreiung von Konventionen, von konventionellem Denken. Ich glaube, das ist schon mal das irgendwie das Wichtigste. Aber eben die Freude am Spaß, Karl Valentin. Also es ist da die Elemente von einfach Unsinn machen, Mut zum Unsinn. Nur dazu in unserem Alter. Mir ist natürlich, mein Modell ist ja immer aus Harold und Maud, die Maud, den Film, der ist jetzt ja 30 Jahre her, also ist ein Modell und jetzt bin ich 70, werde schon 71 und ich wünschte mir noch mehr Mut zum Unsinn. Also dass ich jetzt einfach auch rausgegangen bin aus dieser eher unerfreulichen Zoom-Session, aus dem heiligen Jinkies-Raum. Das ist auch mutig gewesen, dass ich da einfach gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ich mag für das gehen, was Sinn macht und eben da was aushalten. Ich habe zuerst drüber geworben, dass man nicht gleich das Handtuch schmeißen, aber dann eben sagt, nee, also es muss Sinn machen. Genau. Ja, ich gebe weiter an wen auch immer. Ich mag gerade den Faden mit dem Karl Valentin aufgreifen. Ich habe als Studentin die preisgekrönten Werke angeschaut, die im Sinne von Karl Valentin, wo so ein Wettbewerb stattgefunden hat, wo man Werke einreichen konnte im Namen oder im Sinne von Karl Valentin. Und den ersten Preis hat etwas gewonnen. Das ist nur der Haken von einem Kleiderbügel, also dieses runde, wo was über der Stange hängt und da war nichts weiter dran. Und die Beschreibung dazu hieß Kleiderbügel für ein trägerloses Abendkleid. Und Das ist klassisch irgendwie der Unsinn, der Sinn macht, weil man zum Nachdenken anfängt. Genau, damit gebe ich weiter. Über den Unsinn kann ich jetzt gerade gar nichts sagen, aber ich kann über den Nichtsinn was sagen. Und ich finde alles, ich brauche immer zwischendurch Tätigkeiten, die keinen Sinn machen, um dann wieder bereit zu sein für Sinnvolles. Also ich finde das extrem entspannend. Unsinn finde ich unterhaltend. Und das war ja voll nett jetzt das Beispiel mit dem Kleiderbügel. Der Nichtsinn, der ist ja für alle Menschen unterschiedlich. Ja? Und für mich ist Nichtsinn zum Beispiel eben Puzzle spielen, also Putzle, Puzzle. Und das ist sieht aus wie eine sinnlose Tätigkeit und ist für mich aus meiner Perspektive völlig gesundend und entspannend. Warum, weiß ich nicht genau, weil ich es ja gar nicht sinnvoll finde, aber es beruhigt und es macht irgendwas. Aber das ist jetzt nicht wirklich Unsinn, sondern das ist Nichtsinn. Aber da kann man ja vielleicht eine kleine Abteilung für Nichtsinn machen beim Unsinn. Aber der Unsinn ist ja eigentlich mehr humorvoll, denke ich mal. Oder ist Unsinn? Unsinn kann auch lästig sein, gell, oder so. Aber oft ist es auch humorvoll. Ich gebe mal beim anderen weiter. Adelheid, hast du gesagt, ihr habt Unsinn gemacht im Paradiso oder ihr habt was anderes? Ihr habt das zuerst nicht ganz mitbekommen, wovon wir haben. Wir haben sinnreiche und sinnlose Gespräche geführt. Beides. So. Nee, aber genau, ich wollte eigentlich was sagen und zwar, wenn ich das unabhängig von mir jetzt persönlich irgendwie, ist mir jetzt eingefallen, dass ja diese Unsinnsleute, ob das jetzt Kabarett ist oder ob das dann der Coyote ist, der jetzt bei den indigenen Völkern auch immer der Unsinn macht, der irgendwie
irgendwie macht was, was total sinnfrei ist, oder dann der Narr, oder jetzt dann auch Fasching, bei den Waldorfleuten gibt es zum Beispiel dann auch den Kasperl, der kommt dann immer und der bringt dann alles durcheinander. Oder im Mittelalter, die quasi eigentlich diejenigen waren an den Burgen und Schlössern, die dann als Narren so die Wahrheit aussprechen durften. Die durften praktisch alles kritisieren, auch den und so weiter. Und wenn ich jetzt ganz persönlich an meinen letzten Unsinntag denke, dann ist es noch gar nicht so lang her. Und zwar war da eine Feier im Altenheim, wo ich gearbeitet habe. Und es war dann ein Riesenraum und mit einem ganz tollen Programm, also richtig zugeschnitten auf 80- bis 95-Jährige. Und jeder war verkleidet und wir als Mitarbeiter eben auch. Und das war so ein groteskes Bild. Also diese alten Menschen, und jeder hat irgendwie sich was einfallen lassen. Und dann kam die Musik, und es war wirklich so diese ganzen Faschingsschlager. Das ging, ich keine Ahnung, ich kenne sie jetzt nicht alle, Roberto Blanco und Eisen. Also einfach diese ganzen Lieder, wo jeder vielleicht mal so die Augen rollen würde. Und ich habe mir gedacht, also das war so, und oder du machst da voll mit. Und ich habe mich dann fürs Vollmitmachen entschieden und habe dann mitgesungen und gemacht. Und ich war innerhalb von 2 Minuten ein ganz anderer Mensch. Und dann konnten wir dann die noch rüstig waren, zum Tanzen auffordern. Zum Teil waren die dann auch mit Rollstuhl. Und dann, das war für mich, also wo ich mir gedacht habe, ich habe mich überhaupt nicht mehr gekannt. Und es war einfach richtig, richtig schön, also so richtig rausgetreten in eine ganz andere Welt, wo ich mir auch gedacht habe, also würde ich jetzt im Normalen, würde ich mich genieren oder irgendwie so. Aber da habe ich dann gemerkt, dass das doch so eine Entladung auch Sinn macht, einfach auch so was, also ja, glaube ich, ihr versteht, was ich meine. Und so dann dieses ganze Ernste und Beurteilende und Bewertende und das alles so durch diese kontrollierte Brille anzuschauen und so. Und dann habe ich mir, also es war für mich da total, also eine total lehrreiche Stunde, muss ich so sagen. Genau, dann gebe ich auch weiter. Mir fällt gerade eine Situation ein bei dem integralen Treffen in Tübingen. Marie-Rose, vielleicht erinnerst du dich, wo ich versucht habe, gleichzeitig mit 2 Füßen hochzuspringen und nach vorne die Füße zu machen. Ja? Und dann bin ich natürlich auf dem Po gelandet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und dann habe ich gedacht, das ist doch einfach Blödsinn, das kannst du ja nicht machen, wenn du dir die Füße unterm Körper selber wegziehst. Ne? Und das fand ich durchaus lustig. Und ich habe mir auch nichts weiter getan, aber dann dachte ich, ups. Ja, manchmal kommt so ein Zeug raus. Und wir haben da sehr viel gelacht. Erinnerst dich, Marie-Rose? Das war richtig lustig mit dem Christoph und so. Richtig. So viel gelacht habe ich, glaube ich, selten wieder. Ganz schön. Unsinn macht Sinn und macht Freude. Ja. Also wenn es nicht ganz schlimmer Unsinn ist, wenn es noch so ein lustiger Unsinn ist, dann würde ich sagen. Ne? Man kann ja auch Unsinn machen und das ist dann ein bisschen fatal, ne? Also, oder hat Auswirkungen auf andere Menschen, die man vielleicht lieber nicht hätte, aber diese Situation war einfach klasse. Irgendwie kommt mir vor, es gibt sinnzerstörenden Unsinn, das Letzte, was du jetzt erwähnt hast, und es gibt den Sinn, wie sagt man da, Promoting, den Sinn hervorholenden Unsinn. Ja, wollt ihr noch ein bisschen erzählen über eure Unsinnsmomente? Finde ich irgendwie ganz schön.
Also ich habe momentan einen regelmäßigen Unsinnstag in der Woche, Mittwochnachmittag, leider immer nur eine Stunde. Also es trifft sich eine Runde zum Spielen. Also lauter Rentner, ich glaube, ich bin die Jüngste wahrscheinlich oder Zweitjüngste. Also wir sind zu fünft insgesamt und drei davon sprechen ziemlich gut Deutsch und eine gar nicht. Und untereinander reden sie Ungarisch und dadurch komme ich ein bisschen ins Hören. Aber also wir spielen einfach Uno und Rummy Cup und Skippo habe ich eingeführt. Das habe ich glücklicherweise auf Deutsch erklären können, sonst wäre ich gescheitert. Also wir lachen viel, es ist eine total leichte, fließende Stimmung und mir geht es danach immer gut. Also das habe ich noch nicht erlebt, dass es irgendwie komisch wäre, sondern ich war, also wenn ich meine Stimmung mit einer Farbe beschreiben sollte, dann komme ich immer mit einem hellen Orange wieder raus, egal wie es mir vorher ging. Also selbst wenn ich mich irgendwie überwinden musste, manchmal habe ich so Phasen, dann würde ich mich am liebsten verkriechen und keine Menschen sehen. Aber zu diesem Mittwochstreffen habe ich es bislang immer geschafft. Also ich mag halt nur beitragen, keine Geschichte, sondern einfach, weil du ja Spielen erwähnst, Annalisa. Also die Definition von Spielen ist ja, es muss sinnfrei sein, keinen Zweck haben. Und ich will Witze erzählen, weiß ich nicht, wozu das gehört. Also nicht direkt Witze, sondern also mir fällt ein, ich habe gerade in meinen Unterlagen, komischerweise, ich finde gar nichts mehr, obwohl da so Fehler, also beispielsweise eben, dass eine kreative Lehrerin auf Englisch einem Schüler in Rot ankreidet bei irgendeinem Test. In welchem Zustand ist, keine Ahnung, die Donau oder so? Dann schreibt der Schüler in einem flüssigen Zustand oder eben, wann starb Napoleon? Ja, in seiner letzten Schlacht oder irgend so. Also, und dann hat sie, mir fällt jetzt das der entscheidende Beste nicht ein. Aber auf jeden Fall hat sie geschrieben, so ungefähr F, die schlechteste Note für Rechtschreibung und alles Mögliche, aber ein A für Kreativität. Und sowas finde ich klasse. Also einfach die zwei Blickwinkel auf dasselbe Ereignis. Ja. Welches Instrument spielte Mozart? Die Zauberflöte. Muss ich selber lachen, aber so ein Skilagerwitz, die sind wirklich doof. Und Kinder können sie aber kringeln vor Lachen. Warum kann ein Schwein nicht Fahrrad fahren? Also diese blöden Witze, weil es keine Daumen hat zum Klingeln. Also die Kinder lachen, das sind Skilagerwitze. Also wir hatten einen Kollegen und das war so großartig. Ja, das ist für mich, und da ist der Sinn eigentlich nur das Lachen und das ist wunderbar. Also zu Witzen kann ich auch was Nettes erzählen. Und zwar war meine erste Geburt, die war relativ schwer. Und bei meiner zweiten Geburt, wo unsere Tochter auf die Welt kam, da ist die Geburt eingeleitet worden. Und ich war vorher, waren wir zusammen bei meinem Bruder, der ist Pfarrer. Und da habe ich ein Witzebuch mitgenommen. Und das war, also dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, sind im dritten Orden. Und die hatten so einen Park, wo wir so von einer Bank zur anderen sind. Und ich hatte das Witzebuch dabei und wir haben uns die Witze durchgelesen, oder ich habe lachen müssen, also die ganze Zeit eigentlich, während die Wehen waren, ein Witz nach dem anderen. Und nach 2,5 Stunden habe ich dann unsere Tochter rausgelacht. Da bin ich dann rein und habe dann zu der Hebamme gesagt, bei mir ist es gleich soweit. Ich habe, dann hat sie gesagt, nee, gehen Sie nur. Und dann bin ich raus, ein Witz, und dann bin ich rein, und dann war sie schon fast da, so quasi über die Türschwelle rüber.
Und seitdem sage ich mal, ich habe dich wirklich rausgelacht. Und das, da, ich habe jetzt auch keine so Vorbereitung oder so gemacht, aber das ist ja eigentlich das, was man so macht, gehen und in Bewegung bleiben und sich entspannen. Und das war ganz zufällig und das war, also es war super. Lauter Pfarrerswitze. Das ist eine tolle Erfahrung. Das ist wirklich. Ja. Ich habe eine gute Bekannte, die Hebamme ist, werde ich ihr mal auch stecken, dass sie sowas bereithalten könnte. Habe ich ja gerade gesagt, das müssen wir den Hebammen mitteilen. Meine Enkelin hat letztes Mal, als sie hier bei mir geschlafen hat, vor 14 Tagen, nach der Gute-Nacht-Geschichte, die ist 7, hat sie angefangen, Witze zu erzählen. Das ist das erste Mal, habe ich gedacht, oha, habe ich gedacht, da entsteht ein Talent. Und ich weiß noch einen Witz. Was macht der Keks, wenn ihm alles zu viel wird? Er verkrümmelt sich. Das ist doch gut. Ja, bei dem Thema ist mir zuerst eigentlich was ganz anderes eingefallen. So Unsinn, unminus Sinn, ne? Weil für viele Menschen oder in meinem Bekanntenkreis jedenfalls doch viele so immer, oder für mich auch diese Sinnsuche und es muss Sinn machen, ja, so groß ist und auch von der spirituellen Seite her, dass nicht alles Sinn machen muss, dass eben kein Sinn auch Sinn macht und dass das sich aufheben kann. Das war so mein erster innerer Gedanke dazu. Und ansonsten habe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich habe Menschen, mit denen ich lachen kann, mit denen ich auch ganz anders bin und andere, mit denen ich weniger lachen kann und wo das stimmig ist, es ist, und ich habe Zeiten, wo ich dazu aufgelegt bin und andere Zeiten, wo ich es definitiv nicht vermisse, wenn ich nicht so viel lache. Also das ist schon alles, dieses Sinn und Unsinn, Lachen und Nicht-Lachen, ist schon ein sehr bunter Haufen, aus dem man mal dies oder jenes rausziehen kann, was dann gerade passt. Also ich finde gerade, wenn man denkt, diese Sinnsuche, also die ist ja oft verknüpft mit Arbeit, also man möchte gerne sinnvolle Arbeit machen, also beitragen, was leisten, also im Hinblick auf Sinnsuche, also Sinn mit, ja. Und da fällt mir eben ein, da ist die Erheiterung, also ich habe noch ein Sternebuch in einem Regal, ich habe eine Bibliothek angelegt, schon vor 30 Jahren, nach meiner ersten depressiven Erfahrung, und habe ich versucht, eben über Lachen mich selber zu heilen. Und die Bücher habe ich zum Teil, und da gibt es ein Sternbuch, das heißt Bewusstseinserheiterung. Das sind spirituelle Witze zum Beispiel. Oder eben, wo ich immer lachen kann. Und das finde ich eben sinnvoll zum Lachen, während bei Berufen, die einfach, wenn man nur Schrott verkauft oder herstellt, dann hat es für mich, ist für mich das Gegenteil von, also das ist ein Ausdruck von Sinnlosigkeit. Aber eben Versprecher sammeln, was nicht, also mein schönstes Buch, das vor 25 Jahren von einer Germanistin geschrieben, die beschrieben hat, wie klug unser Hirn Versprecher noch sprachlich korrigiert im Aussprechen von Versprechern. Und da saß ich in München in der Theatinerstraße und habe mir das DTV-Taschenbuch gekauft und musste einfach losprusten und lachen. Also Versprecher im Rundfunk, ich erzähle euch den höchstens auf Wunsch, aber das ist eine Garantie, dass ich lachen muss. Versprecher. Ist einfach großartig. Ja, wollte ich erzählen. Ja, erzähl den ruhig, der dich lacht. Erzähl den ruhig. Also gut, das ist auf der Rückseite. Da ist so ein Bayern 4, Klassikradio, egal wie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, also sagt halt die Sprecherin, ich freue mich, dass Sie an unserem Abendkonzert dabei sind und Sie hören nun die H. Moss. Entschuldigen Sie bitte,
Fängt nochmal von vorne an. Also muss man vielleicht sagen, die Hamos-Melle drückt auf diesen imaginären Knopf. Guten Abend, meine Damen und Herren, fängt mit gefasster Stimme wieder von vorne an. Wir freuen uns, Ihnen ein super Abendprogramm zusammengestellt zu haben. Wir beginnen mit der Hamos-Melle. Entschuldigen Sie, haut auf die Taste und kringelt sich nicht ein und fängt ein drittes Mal an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Abendkonzert. Sie hören nun die H-Moll-Messe von Johann Sebaldrian. Und dann haut sie auf. Ich hänge mich auf, irgend sowas halt. Also ich kann immer wieder lachen. Ich kann immer wieder lachen über das. Oder eine, also der, wie heißt der? Der ist schon gestorben, der die Bücher besprochen hat. Der konnte das. Eine Krähe wäscht die andere. Ich meine, der hat es mit Absicht vermutlich gemacht. Sprichwörter kombiniert, neu kombiniert, aber großartig. Also ich finde es einfach klasse, weil ich Sprache so gern mag. Ja. Lustig ist auch, mir ist jetzt gerade eingefallen, weil ich an die Enkelkinder gedacht habe von vorhin, als die Marie-Rose erzählt hat, die kleinen Enkelkinder, mit denen macht man ja Unsinn, eher so physisch herumkugeln und irgendwie Blödsinn machen, was einfach, weil sie eh so kuschelig und weich sind und überall herumkugeln. Und je älter die werden, oder je man ändert sich ja selber, der Unsinn, der ändert sich irgendwie mit, der Unsinn, der wirklich Spaß macht. Also wahrscheinlich würden wir jetzt in unserem Alter nicht mehr im Paradiso herumkugeln. Oder doch, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es lustig, dass sich der Unsinn irgendwie auch mitentwickelt, denke ich mal. Gitta, du kannst ja mal wiederkommen und dann können wir mal die Wiese runterkugeln. Ja. Ja, ich habe eh schon manchmal dran gedacht und war traurig, dass ich die Olivenernte wieder verpasst habe, aber wird schon mal wieder Gelegenheit auftauchen. Ja, schön. Und jetzt ist die Erika bei dir. Mhm. Ja. Ja, mir fällt irgendwie zum Unsinn nicht allzu viel ein, außer dass ich den wirklich öfter mache, aber ich kann mich nicht erinnern dann. So dass du das, Anna, diese ganzen Sprüche dir erinnern kannst, finde ich Wahnsinn. Echt. Und auch Witze. Ich habe, wenn ich mal wirklich mal versucht habe, einen Witz zu erzählen, habe ich immer selber gelacht und die Anna nicht. Insofern bin da irgendwie nicht so besonders bekannt. Aber ich freue mich, wenn ein schöner Witz kommt. So diese Paradoxien, ne, die da manchmal so kommen, die Zusammenfügung von Sachen, die ja gar nicht zusammenpassen, da könnte ich die ganze Zeit lachen. Ja, das finde ich toll. Vielleicht erinnere ich noch an den Mut zum Unsinn, weil du hast ja erzählt, den Trickster oder den Kasperl, was war der andere? Also im Prinzip schon der Narr. Also das, da gehört Mut dazu. Wir haben auch in der Runde eben gesagt, und ich habe das nie verwirklicht, beziehungsweise doch, ich war in Budapest, ich habe die NLP-Ausbildung gemacht und da sind wir eben immer wieder ermuntert worden, also zu tanzen auf der Straße. Das war aber, weil wir in der Gruppe waren, mehrere Leute, ist es, natürlich traut man sich mehr. Aber wie gesagt, dieses zum Beispiel ganz banal, Mensch, und da hat die Irene tolle Sachen erzählt. Die haben, ja, da muss man zu mehreren sein. Dann traut man sich einen Unsinn machen. Also ich habe in der Zeit, wo ich mal Impro-Theater-Workshop über 10 Stunden gemacht habe, habe ich gesagt, Mensch, diese imaginäre Glasscheibe durch die Fußgängerzone tragen oder eben mal einfach zum Himmel schauen und gucken, wie die Leute reagieren, ob die mitschauen. Und die Irene, die hat erzählt, das war so eine Truppe von Leuten, die sind auf dem Viktualienmarkt und haben dann zum Beispiel ein Seil geschwungen und die Leute sind wirklich gesprungen. Also das ist tatsächlich, also so diverse Dinge, da gehört Mut dazu.
einfach verrückte Sachen zu machen und Leute zu animieren, eben zu Unsinn, zu sogenannten Unsinn. Dazu fällt mir ein, da gibt es doch ein Video, das wo lauter Leute da rumsitzen auf der Wiese und einer fängt an, Unsinn zu machen und alle gucken pikiert und so. Und sobald der zweite dazukommt, wird es anders und ab dem dritten können es alle machen. Ne? Dann kommt der Mut und in der Gruppe ist es halt einfacher. Aber der eine muss halt anfangen und wenn der nicht den Mut hat, dann kann natürlich auch daneben gehen, dass keiner kommt und dann hat er sich irgendwie, sagen wir mal, blamiert oder auch nicht, je nachdem, wie er sich fühlt. Oder die anderen denken, ja, was war denn das für einer? Aber sobald ein zweiter dazu kommt, dann geht es in den Fluss. Gibt's ja, denk mal an die U-Bahn, also diese ganzen YouTube-Videos, die da, also wo es begonnen hat, jetzt ist es ja schon eine Masche, aber dieses bewusst die ganze Zugabteil zum Lachen zu bringen oder zu singen. Also solche Sachen oder also zum Beispiel auch so Sachen wie ein Flashmob zu planen. Da gibt es so wunderbaren, ein freudeschöner Götterfunken, also aus Italien. Das ist der Allerschönste. Ja, ich merke, das belebt ungemein. Das macht ganz viel Sinn. Und genau bei Flashmob, wenn du die Videos siehst, das Publikum am Anfang guckt so, oh, was ist denn das und so, und dann kommt der Nächste und dann, ja, mal gucken. Und dann, sobald sie erkennen, wo es hingeht, dann Begeisterung groß. Ne? Ist ja auch für den Zuschauer ein Lernprozess. Ne? Ich finde, das ist ein erfrischendes Thema. Ja, zum Thema Mut, also wenn man Kinder dabei hat, traut man sich, also mir geht es jedenfalls so auch mehr. Also ich habe, es ist ewig hier, Kinder gehütet und die Älteste war gerade, ich weiß nicht, dritte, vierte Klasse, die haben gerade Reizwortgeschichte gelernt und das hat ihr total viel Spaß gemacht. Also wir sind S-Bahn gefahren und haben Reizwortgeschichte erzählt, also drei Wörter, die möglichst nicht zusammenhängen und dann jeder sagt einen Satz und dann kommt die absurdeste Geschichte dabei raus. Der ganze Waggon hat sich amüsiert. Das war einfach schön. Also allein würde ich sowas nicht machen, aber mit Kindern ist es völlig natürlich. Oder dieses ein Stock, ein Schirm, ein Stock, ein Hut, ein Regenschirm. So alle in einer Reihe im Gleichschritt. Und die Füße nach vorne, nach hinten. Das erheitert immer alle, die entgegenkommen und so eine Schlange beobachten. Ja. Das Impro-Theater, Anna, das hat mir jetzt gerade irgendwie einen Schub gegeben. Ich weiß zwar nicht, ich bin zwar humorvoll, aber nicht humorkreativ normalerweise. Und ich habe an meine zwei Streithanseln im Hebräischkurs gedacht und die immer gegenseitig sich in Aufmerksamkeitsding, wer länger redet und wer da Macht ausübt, wenn er zu lang redet und was weiß ich. Haben wir gedacht, wahrscheinlich sollte sie imitieren irgendwie. Aber es könnte sein, dass sie in die falsche Kehle kommt. Also du musst irgendwie das gut machen. Ja. Was, lernt man da was dazu im Impro-Theater, wie man aus einem verhackten Sinn Unsinn macht? Ist das eine Frage an mich? Das ist ja schon 100 Jahre her, mein Impro-Theater. Nee, sondern wenn, dann lernt man so Sachen eher. Also innerhalb der GfK gab es mal einen Kurs, den habe ich mitgemacht. Das hat die, das ist mir der Name gerade nicht präsent, die hat das GfK Aikido genannt. Also im Prinzip, dass du spielerisch, also so im Sinne eben der Kampfkunst, dass du einen Angriff umleitest und nicht zurückschießt, zum Beispiel. Und ich glaube auch, aber das kannst du nur, wenn du, das ist hohe Kunst, wenn du getriggert bist, dass du dann noch humorvoll reagierst. Mei, das ist ja hohe Kunst. Aber mir fällt eins, man hört dich nicht, Josefine Enrica, du bist ja. Aber man, also ein Tipp habe ich mal gekriegt, was man machen kann, wenn man streitet, wenn man mitmacht.
dass man einmal wie ein Rezitativ seinen Ärger und seinen Frust hinaussingt. Ah, gute Idee. Super. Vielleicht fällt mir ein hebräisches Lied ein. Ja, das ist nicht schlecht. Danke. Das ist so eher noch im Bereich des, was, dessen, was ich erreichen könnte. Ja, danke, guter Tipp. Kann ich noch was ergänzen? Also wir haben in der Gruppe, es bedauert, oder ich, ist es ja auch wieder hier so, von den Kindern, wir werden so gedeckelt, wir kommen so blühend und voller Unsinn im Kopf und spielerisch. Und das lassen wir uns, das geht sozusagen weg. Und es geht darum, dass wir die Kurve im Alter wieder kriegen. Werdet wieder Kinder. Das habe ich mir auch wieder gedacht, dass meine beiden Kontrahenten da wie die Kinder sind. Ich war mit einem Bekannten im Auto unterwegs und der hatte eine Clownsnase in der Konsole liegen und hat dann erzählt, er hat so eine Clownsausbildung gemacht, seine Frau auch. Und sie haben sich angewöhnt, an allen möglichen und unmöglichen Stellen so diese roten Clownsnasen liegen zu haben. Weil wenn sie partnerschaftlich irgendwie in Stress geraten, setzt einer die Nase auf und guckt irgendwie komisch und dann löst sich das Ganze wieder in Wohlgefallen auf. Oder jedenfalls ist die Lösung viel schneller zu erreichen. Ja, da muss ich die Clownsnase mal herauskrammen. Da ist irgendwo eine bei uns beim Spielzeug. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Voll nett. Das finde ich auch spannend, gerade in so einer Situation, wie du geschildert hast, Anneliese. Weil das erinnert einen, dass doch eigentlich alles nur ein Spiel ist. Nicht? Man soll es nicht so ernst nehmen, die ganze Geschichte. Sehr gut. Noch eine kleine Geschichte, die ich gelesen habe von einer alten Dame, die eine Ausbildung gemacht hat, wo man eben immer wieder in Spielmodus gegangen ist. Und sie lag abends im Bett in ihrem Haus zu Hause im Schlafzimmer und ist aufgewacht, weil zwei Einbrecher da waren und mit Waffen, also mit Schusswaffen auf sie gezielt haben. Und sie hat nur gedacht, Spielmodus. Hat sich aufgesetzt, hat die Finger in die Waffen gesteckt, auf die Seite gedreht und hat gesagt, ich glaube, Sie haben sich verlaufen, meine Herren. Und die sind natürlich auch super schnell geflüchtet, weil mit sowas haben sie definitiv nicht gerechnet. Das ist ja die Methode von Erik Erikson, oder heißt der Erik Erikson? Aber Erikson heißt er, also NLP, einer der NLP-Väter, sagen wir mal, nicht? Dieses paradoxe Intervention, nicht? Aber da muss man erst mal drauf kommen, ne? Also, wenn ich jetzt zu Tode erschreckt bin, wenn mir einer die Pistole auf die Brust hält, ich weiß ja noch nicht, ob mir sowas einfallen täte, ne? Oder der hat er die Geschichte erzählt, dass er umgerempelt worden ist von einem Mann und dann hätte er sich dann umgedreht und gesagt, wie viel Uhr ist es denn bitte? Oder sowas, ja. Also, nicht ärgerlich, sondern einfach völlig was anderes gesagt und der, ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Hangout-Zeit, Google Hangout-Zeit erinnern könnt. Dann konnten wir ja immer Hütchen aufsetzen, Schnurrbart machen im Bild und alles mögliche. Da haben wir ziemlich viel Unsinn gemacht. Ich glaube, mit Zoom geht das nicht ganz so gut. Aber damals ist es wohl richtig, richtig nett, diese ganzen, wie sagt man denn, Zusätze da. Oder eine Krone konntest du dir aufsetzen oder sonst irgendwas. Ja, da kommt meine Frage, welchen Unsinn plant ihr denn für die nächste Woche oder für den nächsten Monat? Zum Teil widerspricht sich's ja, oder? Unsinn zu planen ist gar nicht einfach.
Wenn der nicht kommt, da er. Das ist eben auch Unsinn. Also ich glaube auch, das ist, klingt so, also merke, da ist ein Widerstand in mir, wenn ich sowas höre. Aber was noch gar nicht angesprochen worden ist, das ist ja Dadaismus oder ja, also der ganze Bereich von Kunst. Oder eben diese, das, der Narr. Ich weiß nicht, also was euch dazu einfällt, weil man, das kann man ja tatsächlich kultivieren. Also dieses, mir fällt halt noch ein, also nochmal NLP, also oder eigentlich Kreativitätstechnik ist es ja, dass es in dieser Brainstorming-Zeit ist alles erlaubt. Da ist der Unsinn ja geradezu eingeladen. Das ist ja eine anerkannte Kreativitätstechnik. Ja, Anna, wenn ich an deine Bilder denke, die du auf Facebook postest oder so, da ist auch immer wieder ein sehr schöner, feiner Witz drin, also der mir auch immer wieder ein Lächeln ins Gesicht hervorruft. Ne? Also ich finde da deine Schafe, wie die aussehen, finde ich immer wieder ganz toll, wie kreativ du da bist und welch ein feinsinniger Witz dabei ist, ja. Oh, danke, das tut mir gut, danke. Ja. Wo du das jetzt sagst, Marie-Rose, ich schließe mich total an. Ich finde die Bilder, ich schaue die auch sehr gerne an. Auch die Menschen, wie du die zeichnest und so. Aber mir ist es jetzt überhaupt nicht eingefallen, dass du das sagst, Marie-Rose. Mir geht es auch so. Also mir geht es leider nicht so, weil ich nicht auf Facebook gucke und insofern bin ich da etwas unwissend, aber vielleicht ist das ein Anlass, da mal hinzugehen. Das habe ich mir jetzt auch gedacht, ja, ich schaue nie auf Facebook und das bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich das nicht sehe. Aber dafür sind mir zwei Bilder eingefallen von einer verstorbenen Hebräisch-Schülerin, alten, sehr netten alten Dame. Das passt da ein bisschen zum Thema Unsinn. Kann man da den Bildschirm, kannst du den teilen oder kann ich den teilen, falls ich es finde? Du kannst den teilen, indem du unten auf den grünen Knopf drückst. Ah ja, kann ich. Ja, ich muss das auswählen. Und wenn ich es finde, dann zeige ich. Okay. Und mir fällt halt ein, also nochmal danke, weil das Schaf, also ich wollte schon illustrieren lernen, also weil, also zum Beispiel, ich kann keine sinnfreien Bilder machen. Also das ist immer wieder der Prozess, aber dann Lust an der Farbe war auch, aber irgendein Sujet oder so oder nur Landschaft, nee, ist nicht meins. Und dann halt immer Bedeutung. Ich brauche immer, dass ein Bild eine Aussage hat. Und als das eben, als ich dann Illustration, einen Workshop halt gemacht habe, ist dann das erste Schaf, Ekstase-Schaf entstanden. Und den Begriff Ekstase-Schaf, das kann man vielleicht noch erzählen, der stammt nicht von mir. Also das Schaf habe ich zwar gezeichnet und also sozusagen so ein paar Kriterien, wie geht es und die Tricks, wie man es zeichnet und rumprobiert, dass es gut ausschaut. Und dann bin ich heimgekommen und dann sagt eine Ursel, also eine Freundin, die sagt dann Ekstase-Schaf. Weißt, die sagt also, zum Beispiel, wenn ich dann versuche, zuckerfreie Kekse zu backen, und die sagt, die hat einen Witz sozusagen geerbt, die bringt es mit und die sagt dann, ah, bringst wieder deine freudlosen Kekse mit. Also so Sachen. Und die kann das Leben genießen und so. Und der Begriff eben Ekstase-Schaf ist dadurch entstanden, durch sie. Also es ist großartig, sich mit Menschen zusammenzutun. Oder zum Beispiel tatsächlich im Literaturhaus ist ja zurzeit, jetzt hupfe ich ein bisschen gedanklich, in München die Simone de Beauvoir-Ausstellung. Die lohnt sich. Also wenn ihr je nach München kommt, obwohl einfach die Erinnerung dran. Simone de Beauvoir ist ja ewig her. Und da war vorher von dem, oh, es ist mir dann nochmal nicht eingefallen.
von einem Karikaturisten ein Buch, eine Ausstellung, wie der bewusst, ähnlich wie beim Impro-Theater, die Bilder sozusagen experimentiert, wie dann per Zufall Bedeutungszusammenhänge entstehen, die vorher nicht da waren. Und die, das ist ja das, was erheiternd ist. Also das, da gibt es ein Bild, ich hole es her, ich habe es nämlich ausgeliehen aus der Bücherei. Ich hole es mal her. Was du, Brigitta, in der Zwischenzeit, Birgitta, nicht Brigitta, das ist die andere. Ich wollte gerade vorschlagen, ob Anna uns nicht mal so eine Sammlung, ja, das ist eins. Anna, ich wollte gerade vorschlagen, ob du nicht mal Lust hast, so eine ganze Brunnen-Session mit deinen Bildern, uns deine Bilder vorzuführen, zu zeigen, ob du keine Lust hast, dir mal eine Sammlung, ja, mir die auszusuchen und uns dann damit zu beglücken. Also ich denke, das würde, also ich würde mich sehr freuen, das mal mit euch, mit alle zusammen so die anzusehen. Wow, das ist ja eine echte Einladung. Wow, ich fühle mich geehrt. Ja, und du meinst, da gibt es so viel drüber zu reden. Nee, wir müssen nicht unbedingt, was uns einfällt oder was uns gefällt oder was uns berührt. Es sind einfach so tolle Bilder dabei gewesen. Mei, danke. Und wie ist es? Oder was meint ihr? Ja, sofort. Ja, ist eine gute Idee. Es ist ja auch sehr inspirierend. Da kommen wir mit Sicherheit auch gut ins Gespräch. Denke ich auch, dass es inspirierend ist. Sind ja alles Themen. Es sind ja Themen, die in jedem Bild verborgen liegen. Ja, erzähl uns doch mal, Birgitta, was mit diesem Bild auf sich hat. Erstmal. Ich glaube, die Miriam hat es anlässlich ihrer Verstrickungen in die hebräische Sprache, so hat es mir jedenfalls präsentiert, wie man verstrickt ist in die Sprache und dann kommt die andere. Und für mich hat das jetzt das ausgelöst, diese Leichtigkeit, dieses Bild, wo der dann diese Verstrickungen plötzlich in der Luft balanciert und freundlich lacht und der Vogel hat dann Spaß. Und das ist mir jetzt dazu einfach, die sind mir eingefallen, weil ich die so nett finde. Zuerst ist mir völlig und kommt nicht mehr raus. Und dann ist allerdings, was ich, warte mal, da fehlt irgendwas, weil das Grüne, was da reingewickelt ist, wo, das war irgendwo, das war bei dem Bild irgendwo und jetzt sehe ich es nicht mehr. Ja, egal. Aber so schauen sie jedenfalls aus. Die wollte ich euch zeigen. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen. Ich finde es voll nett. Okay, und das ist ja wirklich dann wiederum anregend, wenn ich dann Feedback bekomme, auch jetzt bei dem Bild, kriege ich sofort, denke ich mir, oh, ich habe ein Bild über den Lebensweg gemacht. Total witzig. Ja, ist ja toll. Und jetzt zeige ich euch das Buch. Das ist keine Kamera, sondern ein Tintenglas. Und innen drin zum Beispiel, schaut's mal. Der Kommentar ist, und manchmal sitze ich an meinem Schreibtisch und empfinde bei dieser Erkenntnis sogar etwas wie Glück. Sehr schön. Also die sind, also man muss auf die Idee kommen. Ich finde es voll gut, dass du mal so was machst, Anna, wenn du Lust hast dazu. Ja, gern. Unglaublich, mit einem Trick. Seht ihr das? Oh, was hast du denn jetzt? Jetzt hast du ein Bild geholt von mir. Wie kommt das? Wo ist das jetzt her? Marie-Rose hat das reingebracht. Ja, wow. Ja, das ist eigentlich sehr, 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 sehr komplexes Bild. Und zwar, sie ist ja Spiral Dynamics, also diese Entwicklungsebenen, steht auf dem Mandala Human Design, aber eben auch die Entwicklungsebenen und oben vom Ego zum Eco-Bewusstsein.
Also ich habe alles reingepackt und ich habe einfach auf mich selber das Schaf gemalt. Das bin ich, Hula Hoop, gibt ein Foto von mir, ich kann Hula Hoop. Und dann ist es ja wie der Blitz, kann man im iPad sofort ein Schaf draus machen. Das ist nett. Danke, Marinos. Ja, das können wir für nächstes Mal planen. Ne? Dann kündigen wir das an. Können wir vielleicht auch mal die alten Leute, die von früher, die dabei waren, noch einladen und eine Kunstausstellung machen sozusagen. Mit Betrachtungskommentaren, Betrachterkommentaren. Ja, schön. Sehr schön. Ja, damit sind wir praktisch für heute mit unserem Unsinn am Ende. Gern noch eine Bemerkung von jedem, wenn ihr mögt. Also ich habe noch eine Bemerkung, mir kam gerade, jetzt so in den nächsten Wochen suche ich jetzt mal nach dem Unsinn des Lebens. Ich drehe das jetzt um. Ich werde jetzt das alles nicht mehr so ernst angehen. Heidi, freu dich. Dann lachen wir noch mehr. Ja. Freue mich schon. Das ist meine Bemerkung auf das, den Unsinn des Lebens. Den zu erkennen. Ja. Ich gebe weiter an wen auch immer. Ich bin ganz begeistert von diesem Treffen, weil normal sind wir immer so ernst und so tiefsinnig und alles. Und das ist so richtig nett, einmal so fröhlich zusammen zu sein. Das ja. Also das ist meine Bemerkung. Und es ist dabei sogar eine Idee für ein nächstes Treffen entstanden, was wir sonst nicht so schnell gebären. Total schön. Ja, und ich freue mich über die Einladung. Erinnert es mich daran, dass ich es rechtzeitig zusammenstelle, Ende des Monats, also dass wir halt den Termin auch haben. Mir geht es tatsächlich darum, das zu kultivieren. Also gerade im Hinblick auf gegen die Angst oder Unruhe oder so ist, finde ich, dieses Thema Unsinn, Blödsinn zu machen, geradezu ja, so eine Art Apotheke, so wie ich es euch erzählt habe, Bewusstseinserheiterung. Also ich habe diese diversen Bücher und wenn es dir schlecht genug geht, dann nutzt es nichts mehr. Man muss es früh genug einsetzen. Mhm. Dann wirkt es noch. Genau. Ich gebe weiter. Ich weiß nicht, wer hatten noch? Ja, ich war noch nicht. Ja, mir ist gerade wieder der Keks eingefallen, der sich verkrümmelt, wenn ihm alles zu viel ist. Weil normalerweise behalte ich, kann ich mir Witze gar nicht behalten. Ja. Ja, danke für den lustigen Abend zusammen. Und ich freue mich sehr, Anna, wenn du deine Bilder zeigst. Mhm. Gerne, mache ich. Genau, wann das sein wird, es haben noch nicht alle sich ins Doodle eingeschrieben, insofern ist der Termin noch nicht fest. Aber Heidi, ich habe diesmal tatsächlich deine Mail irgendwo schon gelöscht und alles. Und, okay. Ich mache jetzt erstmal die Recording aus und dann machen wir das. Okay, bis bald.